Der heilige Apostel und Evangelist Lukas wurde in Antiochia geboren. In seiner Jugend widmete er sich dem Studium der griechischen Philosophie, Medizin und Kunst. Während des Wirkens des Herrn auf der Erde kam Lukas nach Jerusalem, wo er den Erlöser von Angesicht zu Angesicht sah, seine rettende Lehre vernahm und Zeuge seiner wundersamen Werke wurde. Nachdem er zum Glauben an den Herrn gelangt war, wurde er den 70 Aposteln zugezählt und ausgesandt, um zu verkündigen. Mit Kleopas sah er den auferstandenen Herrn auf dem Weg nach Emmaus. Nach dem Herabkommen des Heiligen Geistes kehrte Lukas nach Antiochia zurück und wurde dort zum Mitarbeiter des Apostels Paulus. Mit ihm zusammen reiste er nach Rom und bekehrte Hebräer und Heiden zum christlichen Glauben. Auch der Arzt Lukas, unser lieber Freund, grüßt euch, schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser. Auf Ersuchen der Christen schrieb er sein Evangelium um das Jahr 60. Nach dem Martyrium des großen Apostels Paulus verkündigte der heilige Lukas das Evangelium in Italien, Dalmatien, Makedonien und anderen Gegenden. Er malte Ikonen der allheiligen Gottesgebärerin, nicht nur eine, sondern drei, und der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Somit sieht man den heiligen Lukas als den Urheber der christlichen Ikonografie an. Im hohen Alter besuchte er Libyen und Oberägypten. Von Ägypten aus kehrte er nach Griechenland zurück, wo er weiterhin das Evangelium verkündigte und viele trotz seines hohen Alters mit großem Eifer zum Glauben führte. Zusätzlich zu seinem Evangelium schrieb der heilige Lukas die Apostelgeschichte und widmete beide Werke Theophilus, dem Gouverneur von Achaia. Lukas war 84 Jahre alt, als ruchlose Götzenanbeter ihn um Christi willen marterten und ihn an einem Olivenbaum in Theben in Böotien erhängten. Die wundertätigen Reliquien dieses wunderbaren Heiligen wurden in der Zeit des Kaisers Konstantius, Konstantins Sohn, nach Konstantinopel überführt.